Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir gegen Gaius Schatten gekämpft in diesen, ich weiß immer noch nicht, wie das Ding auswendig heißt. Diese unendliche Dunkelheit oder irgendwie sowas. Lass mal gucken. Illusionäre Dunkelheit, okay. So, da sind wir ein bisschen rumgeeiert und haben gegen Julius und gegen Gaius gekämpft. Also deren Schatten. Und sind noch irgendwie in der letzten Folge heil rausgekommen aus, weiß ich nicht, aber ja, ne, habe ich vielleicht irgendwie Items und so, das sollte ich mal vielleicht nachgucken. Ich bin da irgendwie so richtig jetzt fällt mir nicht das Wort ein, hastig durch die Gegend gerannt, weil ich wirklich da raus wollte und ich habe kein Ding benutzt. Okay, kein Wunder, ob ich so derbe auf die Mütze bekommen habe. Diesmal werde ich irgendwie vor jedem so in, ah, da ist der Item Shop. Vor jedem Boss hier, wenn ich denke, da kommt ein Boss, so ein Gericht einsetzen, damit ich irgendwie viel bessere Chancen habe. So, hier muss ich wieder alles neu kaufen. Aha. Ja. Lass mal gucken. Nichts Neues, oder? Wahrscheinlich kann ich auch noch nichts herstellen hier so, ne? Naturgewalt und all sowas. Ne. Ja, dann gehen wir wieder da rein. Irgendwas ist in der Mitte des Raums aufgetaucht, was wir da noch nicht angeguckt haben. Und das werden wir uns jetzt mal angucken. Und ich glaube, ich habe sogar so eine Vermutung. Warte mal, habe ich das? Horn eines Einhorns, das habe ich doch, glaube ich, jetzt, ne? Horn eines Einhorns. Weiß ich nicht. Ja, gehen wir erstmal da rein. Gucken wir uns mal an, was wir da freigeschaltet haben, bekommen haben. Was für ein Gegner kommt, was weiß ich. Da kommt auch jetzt hier voller Boss, weiß ich ja nicht. Aber man konnte es, glaube ich, untersuchen. Was? Okay. Was ist das hier? Dies ist eure Belohnung für Stärke und den Kampfgeist, den ihr gezeigt habt. Was? Ah, okay. Dafür können wir die Glocken eintauschen. Gewinnstil. Festmahl. Euer Schwertmeister. Talkan. Patriarch. Einsamer schwarzer Flügel. Was? Talia, die Verschleierte. Ehemaliger AFDA-Leiter. Verwalter des Sherylls Anwesen. Was? Letzter Diener von Sheraldon. Generaldirektor Spyros AG. Held von der Neustadt. Kitty Chris. Dinnen. Großer Geist des Eises. Celsius, was? Okay. Schwertkämpfer der Zeit. Einhornpriester. Feuerschwertmeister. Okay, sehr gut. Wir können ja unsere Glocken gegen jemanden eintauschen. Das ist ja mal gar nicht schlecht. Ja, und dann gehen wir jetzt nochmal da rein. Und ich habe irgendwie so einen Verdacht, wie was hier gemacht werden kann. Ja, ne, gucken wir mal an. Ich habe noch mal Gaius mit, weil er jetzt hier, er hat ja jetzt diese Fähigkeit, mit der er nicht mehr gestunt werden kann, wenn er angegriffen wird. Standfestigkeit, glaube ich, ne? Ja. Wenn ich jetzt mit irgendjemand verbunden bin und wenn er mit irgendjemand verbunden ist, dann kann unsere ganze Gruppe nicht mehr gestunt werden. Deswegen können wir ruhig mal irgendwelche anderen Charaktere noch mitnehmen. Und gucken. Weiß ich nicht. Ah, ne, Ludger muss ich mitnehmen, ne? Weiß ich nicht. Nehmen wir. Oder soll ich die Gruppe nochmal lassen? Na, lassen wir mal. Obwohl, das hat nicht so gut funktioniert, deswegen nehmen wir mal hier Leia. Wegen den Objekten wieder. Okay, dann. Dann nehmen wir hier. Wo ist der Gaius? Leia, ja, ich kann auch so schon reingehen, super. Und Elise natürlich. Muss ich aufgehört und erfolgreich sein? Wird als erstes eins der drei schwebenden Lichter, berührt als zweites alle drei schwebenden Lichter. Laterne, Kerze, Fackel. So, und ich habe so einen Verdacht. Es gibt also verschiedene Türen. Lass mich mal kurz durchzählen. Okay, 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8, 9. Okay. Jede dieser Türen steht wahrscheinlich für einen Charakter. Der mittlere Tür, als wir da als erstes durchgegangen sind, haben wir ja gegen Julius gekämpft. Das heißt, das ist sozusagen für Ludgar. Und dann sind wir bei irgendeiner anderen Tür durchgegangen, haben gegen Gaius gekämpft. Deswegen habe ich den sehr starken Verdacht, dass jede Tür hier für einen Charakter steht. Und das ist gut. Das heißt, wir können durch jede Tür hier mal irgendwie gehen und gucken, ob wir verschiedene Fähigkeiten bekommen. Das ist jetzt mein Plan. Ich glaube, da oben links sind wir letztens hingegangen. Deswegen gehe ich mal ganz sicher hier nach rechts, weil da waren wir auf jeden Fall noch nicht. Und dann unten links. Ich glaube, da waren wir unten links. Ich weiß es gar nicht. Ich kann an den Farben irgendwie nicht feststellen, ob das so ist. Da gehen wir jetzt erstmal. Oh, und die Schatztruhen, die bleiben sogar offen. Okay. Das heißt, hier ist nichts Zufalls generiert. So, ich möchte jetzt aber ein paar Glocken haben. Warte mal, haben die... Lassen die Gegner hier auch Glocken fallen? Alte Glocke, ne, alte Koralle. Aber ich baue ja auch die Sachen auch noch irgendwann. Wo sind diese Kerzen? Also, wann? Laterne, Kerze, Fackel, ne? Da ist eine Laterne. Oder? Laterne? Kerze, habe ich doch gerade gesehen hier. Kerze. Bams. Die Fackel war irgendwo da hinten links. Jetzt mal tun wir hier mal in der richtigen Reihenfolge aufsammeln. Dann werden wir auch mal ein vernünftiges Gericht einsetzen. Weil, wo ist die Fackel? War da irgendwo hier auf der Seite. Oder? Ma. Steht da irgendwie was? Nee, das heißt, wir können auch keine Tipps hier kriegen. Ja, ich tue mich hier noch ein bisschen einspielen. Ich muss auch gucken, was ich hier beachten muss und so. Ich habe so das Gefühl, meine Vermutung ist irgendwie richtig. Verdammt! Okay. Ich möchte auch gegen ein paar Gegner kämpfen. Ja, ne, ich brauche meinen Dings hier, Boah, meine Güte. Und eins, mein Krobatus. So. Stehe nicht, wie wir manchmal X abziehen und manchmal doch. So, komm her. Zack. Bidum. Sehr gut. Auf jeden Fall gute Erfahrungspunkte, ja, deswegen würde ich hier doch ein paar Kämpfe machen. So, keine Ahnung. Kennt man irgendwie hier, ob das ein bestimmter Charakter ist. Man sagen, rot ist irgendwie so Gaius. Guck mal, welche Farbe da. Ich finde die verdammte Fackel jetzt nicht. Was soll das? Boah, geh weg. Ein nicht ein da unten gelb, das könnte vielleicht Leia sein, oder weiß ich nicht. So, dann wird die Dingens nicht. Sag mal, alte Glocke, ein Silberwürfel werde ich auf jeden Fall jetzt mal sammeln. So, hier wissen wir ja auch, wie das geht mittlerweile. Nein. Ist irgendeiner da unten? Bei dem roten. Ich glaube nicht. Geh mal runter. Irgendwann lande ich direkt mit dem Gegner rein. Ich weiß das doch. Na gut, dass wir die Glocken gegen irgendwas eintauschen können. Das ist ja mal richtig motivierend. Ja, wahrscheinlich Oscreen irgendwie durch die Gegend rennen und wenn ich den Gegner voll auf Plätten. Um zu sehen, was wir bekommen. Da ist so ein Ding wieder. Sehr gut. Der zweite. Boah, Entschuldigung. Ist der dritte. Wo ist der dritte?
Einen roten? Ist da so ein Licht? Boah, keine Ahnung. Ist der dritte. Ich hoffe, gerade schon gesehen, dass einer kommt. Was denkt ihr denn? Ist der dritte Licht. Ich geh mal hier runter einfach. Es kann schon Schlimmes passieren. Außer irgendein Gegner von hinten kommen. Unanständig. Gegner sind eigentlich nicht so schwer hier. Hatte ich irgendwie stärker in Erinnerung. Aber jetzt kann niemand hier irgendwie angegriffen werden und ja, betäubt werden sozusagen dadurch. Das ist verdammt mächtig eigentlich. Das ist voll die unterschätzte Fähigkeit, finde ich. Ja, kann man, das ist ja auch so wertvoll, so 30 Punkte oder irgendwie so 28. Da ist eine Kerze. Irgendwie so 28 oder so braucht man ja dafür. Ja, dann haben wir wieder irgendwas. Da ist schon wieder eine Glocke gekommen. Haben wir nach dem Bosskampf ein Auglocken bekommen? Ich weiß halt gar nicht. Das dritte Licht. You kidding me? Boah, den habe ich fast gar nicht gesehen. Da ist das dritte Licht. Okay. Dann hier runter. Perfekt. Oh, das ist eine Fackel. Hier ist eine Fackel. Ja, fahr. Ja, das können wir weitergehen. Ja. Zwei alte Glocken. Wenn ich mal drei Sachen finden. So, jetzt nehme ich mir aber hier so ein Bonzengericht. Ja. Damit ich jetzt ein bisschen einfacher. So, komm her. Wie auch immer jetzt kommen. Ciao. Okay. Ciao, Schatten. Super. Wow, der ist gar nicht so stark, sehr geil. Wir kriegen alte Glocken. Soll ich mich eigentlich mit der Lies verbinden, ne? Aber mit der Lies werde ich nicht kämpfen. Wird nur schlecht ausgehen. Autsch! Hilfe! Du bist anfällig gegen Wind, ja super. Ich habe keinen Windangriff mit meinem Hammer. Ich habe hier mit Windangriffe. Dim, dim, dim. So, und jetzt seht ihr. Zack. Und zack, und der brennt sehr gut. Und zack, den hier. Die kleine Weihnachtsüberraschung. Was so ein braver Junge. Bums. Wow, der ist verdammt schwach. Hier liegt wahrscheinlich nur daran, wie tief wir drin sind in der Ebene, ne? Die haben wir aufs Maul bekommen, nehme ich an. Weil der war jetzt nicht so stark. Nein. Halt mal Wind, Wind hier. Ja, ne, dann müsstest du auch schnell vergiftet sein. Nein, geh weg, nicht auf mich. Au. Nein, nein, ich darf mich nicht grabben. Habe ich mal wieder Elbe mit seinen Dings, mit seinen Feuerangriff, der ihn immer irgendwie verbrennt. Los, lass dich vergiften. Lass dich vergiften. Ich hab's jetzt echt mit meinen Vergiften. Verdammt. Kannst du es wagen? Jawohl. Wow. Hilfe. Guck ich halt an. Ich werde zwar getroffen, aber ich werde nicht so weggeschleudert und so. Das ist richtig gut. Boah, jetzt ist meine Nase zu. Das ist voll dämlich jetzt. Ja, komm her. Sehr gut, Babs. Oh, den haben wir. Wait.
Ist aufgefallen, ich tue voll wenig jetzt mit normalen Angriffen angreifen. Wie kommt das? Da so, komm, bist du tot? Nein, aber jetzt. Sehr gut. Okay, das lief sehr gut. Er lag voll am Gericht. Oh, meine Nase. I can't believe our enemy would use Zhao against me. That's horrible. Come out and face us yourself, you coward! Verdammt. Ich bekomme nichts. Oh. Bekomme ich nur was im zweiten Kampf oder wie? Was ist das denn? Oh, da ist eine Fackel. Nein, da habe ich auch was. Da, jetzt habe ich alle drei Sachen gesehen. Laterne, Kerze, Fackel. Und hier ist wieder was aufgetaucht. Was? Lorbeerkrone. Vollkommen evolutiert gegen alle magischen Beeinträchtigungen. Was? Das ist ja richtig geil. Ja, nicht ihn vielleicht, aber. Kann ja auch nicht. Schon doch für jeden. Ach, das ist ein Ding jetzt hier. Idiot. Lass mal sehen. So eine Art Schleife in der Tales of Serie. Wo ist er? Ja, vollkommen nö. Brauche ich jetzt nicht. So, Laterne, Kerze, Fackel war das, ne? Was ist da hinten irgendwas? Muss auch gucken. Muss gucken. Da ist eine Laterne. Vor dem, dass ich mich noch treffe, oder? Da ist eine Laterne. Bams. Weg, ich brauche ganz viele Kerzen. Kerzen, Glocken. So, 14 haben wir schon mal. Laterne, Kerze, Backe. Aber wir sind hier schon offen. Okay. Wo sind denn jetzt? Da ist die Fackel und... Hab doch gerade die Kerze irgendwo gesehen. Sag mal. Warte mal. Ich gehe nochmal nach oben. Von da habe ich ja alles gesehen. Ich hab hier so ein Loop, ey. Da ist die Fackel. Da hinten. Da, bei dem Gelben. Verdammt! Und ich... Au. Die 5 von euch muss ich noch töten. 13. Verdammt. Bei den Angriff lief ich auch, der ist voll stark. Bams. Hol ich das an. Voll überpowered. Weil wer einer von euch setzt, das Ding sein. Overlimit. So wenig Erfahrungspunkte. So, dann jetzt ohne Essen wieder. Na, da ist die Kerze beim Gelben. Ja, das mache ich jetzt immer so, dass ich erst im Startpunkt ausgucke, wo die Sachen sind. So, Kerze, Bams. Bin ich doch gerade durchgegangen, ne? Passiert, wenn ich zweimal durch das gleiche durchgehe. Ihr Pisser, geht doch mal weg, ey. Nein, das muss ich gegen alle kämpfen. Busch. Ja, komm. Sehr gut. Mal, kommt doch mal näher. Hier hinten fast ja. Machen wir mal das. Habe ich alle? Nein, nur ein paar. Ah, warte, Licht hier. Hier ist Licht. Bams.
Boah, wie abwehren. Dann gehe ich einfach. Die Charaktere können echt überpowered sein, ne? Das ist halt nur, weil ich die Waffen irgendwie so gut einsetze. Immer passende. Ja. Ich habe wirklich an die Vorbereitung und also was. Au. Wer liegt an Standfestigkeit? Da kann auch sein. So, sehr gut. Und jawohl, Level up. Sehr schön. Da, wo bin ich jetzt stehen geblieben? Ich brauche die Fackel noch, ne? Da. Kann es sein, dass ich jetzt mal ihren Standort wechsle, oder bin ich einfach so blöd? So, ich bin jetzt neugierig. Was passiert, wenn ich zweimal durch die gleiche Tür gehe? Ich gehe jetzt noch mal durch die gelbe Tür. Muss ich dann noch mal gegen Zhao kämpfen? Weiß ich nicht. Gucken wir mal. 6-mal alte Glocken. Okay. Ab jetzt alle Dinge einmal für was. Besiege 7-mal Albtraum, bevor die Zeit um ist, wenn ihr weiterkommen wollt. Ich würde aber sagen, dann machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.